Herzlich willkommen zu einem neuen Part, Kingdom Hearts. Wir sind gerade im zweiten Part angelangt. Letztes Mal hatten wir ein bisschen die Anführung gehabt und wollen jetzt erstmal weiterschauen, wie es dort weitergeht auf diesem Pfad, den wir jetzt hochgehen. Diesen langen Mosaikpfad. Ich finde das total toll. Diese Fenster. Buntglasfenster. Und jetzt sind wir, ich glaube, bei der Schönen und das Biest. Ist das wohl? Fenster. Je näher du dem Licht kommst, desto größer wird dein Schatten. Okay. Aber habe keine Angst. Und vergiss nicht. Was soll ich denn nicht vergessen? Wow. Ich bin erstmal das Thema. Sollte ich vielleicht nicht reinlaufen? Na, diese Kugeln! Ah, da hinten waren wir. Muss ich einsammeln? Wow! Okay, da kommen neue Dinger raus, aber wie komme ich denn an seine Hand ran? Na! Ich sehe dich, hallo. Was machst du denn da? Oh je, Mini. Oh, oh, oh. Nein, zaubert er wieder den Quatsch. Nein, nein, nein. Ich will nicht verlieren. Was machst du? Du Schattengestalt. Jawohl, sehr gut. Die erste Hand anscheinend ist schon weg. Nein, wir haben den Kampf gewonnen. Sehr gut. Aber habe keine Angst. Du besitzt die mächtigste aller Waffen. Also, vergiss nicht. Du bist derjenige,
der die Tür öffnen wird. Oh, krieg ich Gänsehaut. Wow. Du mich erschreckt, Kairi. Sora, du Faultier. War klar, dass ich dich hier unten bei deinem Nickerchen finde. Nein, mich hat so ein schwarzes Ding verschluckt. Ich bekam keine Luft. Au! Träumst du immer noch? Das war kein Traum. Oder doch? Keine Ahnung. Was war das für ein Ort? So merkwürdig. Ja, klar. Sag, Kairi, wie war deine Heimatstadt so, wo du aufgewachsen bist? Ich hab doch gesagt, ich erinnere mich nicht. An gar nichts? An gar nichts. Willst du mal zurück? Naja, ich bin hier ganz gern. Ach so. Aber weißt du, ich würde sie schon gerne mal sehen. Ich würde sie auch gerne sehen. Und all die anderen Welten da draußen. Ich will sie alle sehen. Worauf warten wir denn noch? Hey! Und ich werde hier vergessen, oder was? Tja. So wie es aussieht, darf ich das Floß wohl alleine bauen. Und du bist genauso faul wie er. Blitzmerker. Okay, wir machen das zusammen. Um die Wette. Huh? Was? Soll das ein Witz sein? Fertig? Los! So, wir sind angekommen auf Destiny's Island, die Insel des Schicksals. Wir fragen sie mal, was wir überhaupt hier machen müssen. Kannst du den Rest vom Material besorgen? Du hast dazugehört, Sora. Ja, ich habe dich gehört. Okay, du musst Folgendes besorgen. 2 Baumstämme, ein großes Laken, ein Seil. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Ich zähle auf dich. Wir wollen sie aber gar nicht fragen. Ich meine, das ist so ein Klacks, das zu finden. Hier haben wir schon mal einen Baumstamm. Den hat ja Rico gerade fallen gelassen hier drauf. Da ist Herr Walker. Man kann auch gegen die ganzen Leute hier kämpfen, aber da habe ich gar keine Lust zu. Das werden wir nicht machen, weil ich bin nicht so gut. Hui. So, na. Also springen, das ist sehr, sehr schwer. Also 2 Baumstämme, ein großes Laken und ein Seil. Das Seil müsste hier hinten sein. Ich habe es ja schon mal einmal angespielt, so ein bisschen. Da ist es auch. Das Seil erhalten, dankeschön. Und dann müssen wir hier noch weiter gucken. Hui, hui. Da nicht. Ah, wo war das denn? Auf jeden Fall kann ich ja mal hier reingehen. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ich glaube in, oh, ah. Knapp. Da ist das Laken. Das große Laken haben wir auch schon mal erhalten. So, und dann gehen wir mal kurz zu. Wie kommen wir denn da hin? Geht das hier recht hoch? Na. Mal, da kann er sich festhalten. Dann kann ich, glaube ich, hier rüber, genau, zu Rico gelangen. Da müsste nämlich noch einer sein. Noch ein Baumstamm. Müssen jetzt alles fertig haben.
Aber ich wollte auch nochmal mit den Leuten hier reden. Ui! Hey, was geht ab? Alles klar? Ja, Wokka, du hast eine komische Stimme gekriegt. Naja, wenn man so klein ist. Ein Selfie, süß! Ah, die Brise tut gut. Was treibt ihr denn so? Man sieht euch ja gar nicht mehr. Ein Duell gefällig? Wir waren beschäftigt. Wir machen mal mit ihr. Na bitte, so gefällst du mir. Na los, sei nicht so schüchtern. Fertig? Ah! Na. Wow! Der hat mich gekriegt! Ach, ich muss mal hüpfen, dann bin ich fertig. Das ist ja wohl nicht. Na, hörst du auf? Nein, ich will nicht verlieren. Ah, ich hab's geschafft. Hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Aber knapp. Irgendwas bekommen? Wir waren beschäftigt. Bei Rico und Kairi scheint sich etwas anzubahnen. Titus und Wokka sollen das mal durchschicken. Durchchecken. Okay. Hey, Lust auf eine Runde? Nein. Hey, wie geht's dir? Selfie spielt sich als Boss auf. Das nervt. Das glaube ich fast. Warum ist Titus hoch? Wir wollen mal kurz mit ihm nochmal sprechen. Dum, ba, dum, bum, bum. Aber leider kann man ja nicht so hochspringen wie bei Zelda oder so. Zelda. Hey, Sora. Alles klar bei dir? Ich wollte das gerade vorlesen. Hey, Sora, wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Tut mir leid, nicht jetzt. Echt nicht? Ach komm schon, sein Mann. Nein, ich habe gerade eben fast gegen Sylvie fast verloren. Hast du irgendwas bekommen? Potion. Ich bin die vorher auch schon. Ich glaube schon, oder? Wo war denn? Ja, ach so, doch, mit Dings kann ich reden. Quatschen. Hopp. Ach, hopp da hoch. Da wollen wir erstmal kurz einmal speichern. Können wir auch, wir haben ja eigentlich sowas ganz gut jetzt alles erstmal so geschafft. Hier haben wir nämlich unseren Speicherpunkt. Na, du sollst dich angreifen, du sollst speichern. Machen wir diesmal auf Level. Auf der Memory Card 1. Jawohl. Oh, ich bin schon Level 3. Cool. Was ist hier oben? Warum hier noch irgendwas? Eine Strandbrücke. Okay. Ich meine, ich hätte jetzt auch gerade eben, glaube ich, hochhüpfen können. Das wäre, glaube ich, hätte sich nichts genommen. Nein, nicht da runterfallen. Oh. Hast du was gefunden, was wir für das Floß brauchen? Ich habe meine Sachen Kairi gegeben. Hey Sora, ein kleines Duell? Nee. Na gut, ein anderes Mal. Nein, nicht darunter fallen. Ist nicht so ganz dreimal. Dann gehen wir jetzt mal unsere Sachen an Kairi ab. Wir müssten jetzt hier alles haben. Ich kann sogar hier solche Dinger hochgucken. Habe ich letztes Mal gesehen. So. Na komm. Dann wollen wir mal mit ihr sprechen. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Eine Health Potion. Super. Müde? Wollen wir für heute aufhören? Ja, nach Hause. Ja, es ist schon spät. Wir machen das morgen zu Ende. Okay. Und... Irgendwo da draußen ist also Kairis Zuhause.
Schon möglich. Aber hier erfahren wir das nie. Aber kommen wir mit einem Floß so weit? Wer weiß. Wenn's nicht klappt, denken wir uns was anderes aus. Und wenn du dann in einer anderen Welt bist, was wirst du denn da machen? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Irgendwie habe ich mich immer gefragt, warum sind wir hier auf dieser Insel? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Und mal angenommen, es gibt andere Welten. Dann ist unsere nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem. Eigentlich hätten wir doch überall landen können. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht. Na eben. Deshalb müssen wir jetzt los und es herausfinden. Hier rumzusitzen bringt nichts. Ist immer nur das Gleiche. Deshalb gehen wir. Hast viel nachgedacht in letzter Zeit, oder? Dank dir. Wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre mir sowas bestimmt niemals eingefallen. Kairi, danke. Keine Ursache. Sora! Du wolltest doch eine, oder? Eine Papu-Frucht. Wenn zwei Leute sich eine teilen, verknüpfen sich ihre Schicksale. Einer wird zum Teil des anderen. Egal, was passiert. Komm, ich weiß, du willst es probieren. Was redest du? Es ist schön, was er zu tun. Was? Wasch auf, Kofi! Wasch auf! Es ist furchtbar! Hallo, Donald! Guten Morgen! Wir haben ein Problem, Kofi, aber so, das ist weiter! Oh, Königin Minnie? Nicht mal ihr! Daisy? Es ist geheim! Oh, guten Morgen, meine Damen! Was?